peine, souffle la tempête, pauvre cône de son grand manteau blanc. Le traîneau nous emmène à la fête, bien au chaud dans le pot d'Astrakhan. Zusammen mit unserem Studienleiter Professor Vera Linitsa, der mit mir anwesend ist. Chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous saluer aujourd'hui en tant que président de la conférence des Églises européennes, et je vous transmets toutes les bonnes salutations de toute la communauté européenne écuménique. Je suis accompagné aujourd'hui de notre secrétaire aux études, Monsieur Professeur Viorel Ionita. Es wird bald 4 Jahre her sein, dass die Charta Ökumenica zuerst von den damaligen Präsidenten der CEC und des Rats der Europäischen Bischofskonferenzen, der CCEE, bei der Ökumenischen Begegnung in Straßburg kurz nach Osten 2001 unterzeichnet wurde. Elle a été traduite en 30 langues et dans des pays de toute l'Europe. C'est aujourd'hui un enrichissement que de savoir qu'elle est accueillie et reçue officiellement par toute la communauté chrétienne de Suisse. Für uns in die CEC, wie sicherlich auch für unsere Partner in CCEE, bestärkt jeder weitere Akt der Verpflichtung zur Charta unseren Glauben, dass der Heilige Geist, der Einheit schenkt, heute unter uns wirksam ist. Dort entstand der Gedanke, dass als nächster Schritt Gottes Verheißung der Versöhnung unter den Kirchen selbst zu erkennen, ein Versuch unternommen werden sollte, für die europäischen Kirchen eine Reihe von Leitlinien zu erarbeiten, wie sie in Treue gegenüber dem Evangelium gemeinsam, im Umgang miteinander und gegenüber der Welt, in der sie leben, handeln sollten. Für einen ökumenischen Text in der heutigen Zeit ist sie zunächst einmal verhältnismäßig kurz gefasst, was von vielen Haushalten bereits als eine Erleichterung und ein Segen empfunden wird. Ich war sehr froh und sehr bewegt, heute in der Kirche mit Ihnen zu sein, und wir werden was zu berichten haben, und wir meinen, dass von heute an die Charta in der Schweiz auf eine so bewegende Art und Weise angenommen wurde, dass das für uns ein Modell, ein etwas zu vermitteln ist, dass die Charta, wenn möglich, auch in anderen europäischen Ländern angenommen wird, wie es hier der Fall war. Und als Zeichen der Dankbarkeit möchte ich symbolisch Herrn Bischof Müller in seiner Eigenschaft als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirche in der Schweiz ein Exemplar unserer Publikation geben über den Prozess. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est offerte de dire un mot pour le faire de tout cœur. D'abord pour remercier les innombrables personnes qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette journée. Et pour les catholiques, c'est-à-dire pour le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, ce fut le cardinal Wilke de Prague. Chaque signature dans un pays ou l'autre est pour moi une source de joie extrêmement profonde. Faire ensemble tout ce qui est possible, comme l'a fort bien dit le président du Conseil
de la Fédération des Églises protestantes de la Suisse, Thomas Zwipp, la règle étant de faire ensemble tout ce qui est possible et de ne pas justifier ce que nous faisons ensemble, mais de justifier ce que nous ne pouvons pas faire ensemble. Progresser, parce que c'est en faisant toujours mieux et toujours davantage ce qui est possible que nous nous acheminons vers un accomplissement plus total de la prière de Jésus qui soit un, comme toi, Père, et moi sommes un, afin que le monde croie.